Vielen Dank, Herr Laut. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie in so reicher Zahl, ich weiß nicht, ob es noch irgendwo Stühle gibt für die Damen und Herren hinten, gekommen sind und durch die Baustelle den Weg gefunden haben zu einem in der Tat ungewöhnlichen Thema. Meine Damen und Herren, im Jahr 2016 über jüdische Aufklärung zu sprechen, scheint auf den ersten Blick ein rein historisches Unterfangen zu sein. Jüdische Aufklärung, das ist Moses Mendelssohn, den sehen Sie hier rechts von Ihnen, oder links von Ihnen ausgesehen, Entschuldigung. Das ist Lessings, Nathan der Weise natürlich. Das sind die Bürgerrechte für Juden, das ist Toleranz. Wer würde das in Frage stellen, außer ein paar Wutbürgern, denen es sowieso niemand recht machen kann? Die Aufklärung 1.0, wenn ich die Aufklärung des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang dieser Vorlesungsreihe mit dem Titel Aufklärung 2.0 einmal so nennen darf, sie ist ein sehr gut erforschtes Feld historischer Wissenschaften, wo eigentlich wenig Neues zu sagen ist. Und doch ist dieses Thema vielleicht aktueller als gedacht. Denn gegenwärtig wird mit Werfe diskutiert, ob denn moderne Gesellschaften überhaupt ohne Aufklärung auskommen können. Oder noch genauer, ob nicht gerade dem Islam eben diese Aufklärung fehle. Das ist natürlich sehr ungenau, weil es den Islam nicht gibt, sondern auch hier viele Bekenntnisse, Richtungen und Strömungen, über die Herr Laut sehr viel mehr sagen könnte, und auch nicht die eine Gesellschaft. Noch mehr vereinfachend ist es, wenn in den gegenwärtigen Debatten davon ausgegangen wird, dass es irgendwann früher, Mittelalter, früher Neuzeit, sehr viel Religion gab, die im Zuge der Aufklärung überwunden wurde und den säkularen Staat hergestellt habe. Aufklärung wird dabei mit Säkularisation gleichgesetzt und Säkularisation mit Auflösung der Religion. Die Empfehlung für die Aufklärung 2.0 lautet dann zumeist, nun, der Islam müsse nur säkular werden und das ist nur ein vornehmes Wort für die Auflösung der Religion. Im Folgenden, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen zeigen, dass dies eine sehr schiefe Perspektive auf die Geschichte wie wahrscheinlich auch auf die Gegenwart ist. Religion und Aufklärung, sie hängen eng zusammen. Eine jüdische Aufklärung hätte es wohl nicht gegeben ohne eine jüdische Religion. Ich frage im Folgenden also nicht, wie hat die Mehrheitsgesellschaft der jüdischen Minderheit in diesem langen Prozess die bürgerliche Gleichberechtigung eingeräumt? Darüber wird im nächsten Woche Avi Lifschitz, mein Kollege von der UCL, also im University College London, sprechen. Sondern ich frage von innen heraus, aus der Perspektive des frühneuzeitlichen Judentums selbst, wie es zu dieser Aufklärung, der jüdischen Aufklärung kam und was sie für die Juden bedeutet hat. Vielleicht sind die meisten von Ihnen der Meinung, das Weltende stehe nicht vor der Tür und das mit dem Weltende sei sowieso eher ein Thema für Katastrophenfilme aus Hollywood. Wenn Sie dieser Meinung sind, dann sind Sie moderne Menschen. Menschen, die in ihrem Denken sich vielfach von den Menschen der frühen Neuzeit und deren Vorstellungswelt unterscheiden, also auch etwa von Isaac Newton oder Carl Linnaeus, deren wissenschaftliche Pionierleistung in der Aufklärung nicht ohne ihre radikale Religiosität denkbar ist. Sie unterscheiden sich damit auch von der Vorstellungswelt des Judentums vor der Aufklärung. Wie sah dieses Judentum aus? Was heißt genauer jüdische Religion vor der Aufklärung? Religion, das werden Sie gleich sehen, das ist nicht eine geschlossene Weltsicht, sondern ein Streitpunkt zwischen sehr verschiedenen Überzeugungen und dies gerade auch im Judentum. Und dieser Streit liegt zunächst denkbar fern von dem, was wir Aufklärung nennen. Religion, das war in der frühen Neuzeit ein Aufbruch, ein radikaler Aufbruch. Das ist uns aus den Konflikten und Kriegen zwischen den christlichen Konfessionen mehr als bewusst und hat wohl im Dreißigjährigen Krieg, den man auch den Deutschen Krieg genannt hat, seinen blutigen Höhepunkt gefunden. Etwas abstrakt hat die Geschichtswissenschaft diesen Prozess der Durchdringung der Gesellschaft mit Religion und Bekenntnis einfach Konfessionalisierung genannt. Die Menschen in der frühen Neuzeit, also der Zeit zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert, wussten, wer sie sind, wenn sie ihre Konfession angeben konnten. Dazu wurden sie gegebenenfalls gezwungen oder zur Auswanderung aufgefordert. Das meint sehr knapp Konfessionalisierung.
Meine erste These lautet nun, dass parallel zur Konfessionalisierung im Christentum auch im Judentum der frühen Neuzeit ein ähnlicher Prozess der Konfessionalisierung zu beobachten gab. Zeitlich parallel zur Reformation entstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts, ist zeitlich fast identisch, auch im Judentum eine Bewegung zur Erneuerung der jüdischen Religion. Diese Erneuerung ging vom Rand des Judentums aus, aus Safed, das damals unter osmanischer Herrschaft zu einer jüdischen Stadt geworden war, viele von ihnen Flüchtlinge, die 1492 aus Spanien vertrieben worden waren. Kein Zufall, dass hier 1563 etwa die erste jüdische Druckerei in Galiläa errichtet wurde. Safed, das wurde schnell zu einem intellektuellen Zentrum des Judentums. Hier in Safed schrieb nun Josef Caro, hier, den Sie da oben sehen, an einem monumentalen Kommentar zur Halacha, also das Jüdische, zum jüdischen Gesetz, wie es in Mishnah und Talmud beschrieben und in unzähligen Kommentaren über die Jahrhunderte hinweg präzisiert wurde. In seinem Kommentar prüft Caro nun jedes einzelne Gesetz, Religionsgesetz, mit dem erklärten Ziel, die Gesetze zu reinigen und damit das Judentum von innen heraus zu erneuern. Das Ergebnis seiner Revision der Tradition stellt er nun in einem Kompendium für den praktischen Gebrauch zusammen, in dem Buch Shulchan Aruch, das Sie da auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite sehen, dem Buch, das bis heute die Richtschnur für das Leben im orthodoxen Judentum ist. Caros Kommentar ist das Ergebnis einer Überbietung der mittelalterlichen Tradition durch die durch ihn mit entstehende jüdische Orthodoxie. Orthodoxie, das meint hier die Verschärfung der Tradition, eine radikale Verschärfung der Religion. Denke an nichts als an das Gesetz des Herrn. So befiehlt es ein Engel Josef Caro während der Abfassung des Kommentars. Sie schreiben nicht einfach einen Kommentar, sondern sie haben einen göttlichen Auftrag. Der Engel spricht direkt zu ihm. Caro, seinen Anhängern und der sich herausbildenden jüdischen Mystik, der Kabbalah, ist nun alles Religion, jeder Schritt, den man im Leben tut. Wie man sich kleidet, ist Religion. Ob man überhaupt schlafen darf, falls Sie darüber noch nie nachgedacht haben aus religiöser Perspektive, im frühneuzeitlichen Judentum wird darüber sehr viel nachgedacht, also ob man überhaupt schlafen darf, wann man eventuell lachen darf, das alles wurde in dieser orthodoxen Halacha geregelt. Das ganze Leben wurde damit in den Dienst der mystischen Heiligung gestellt. Alles sollte Religion werden. Hier war an Aufklärung nicht zu denken, sondern nur an Religion. Von Safed ausgehend gewann diese mystisch-orthodoxe Erneuerung der jüdischen Religion sehr bald an Einfluss auch im europäischen Judentum. In zahllosen Schriften, Büchern und Responsen wurden die neue Heiligung der Religion verbreitet. Die Rabbiner drängten ihre Gemeinde, von der Tradition abzuweichen, um der neuen Religiosität Platz zu machen. Mittelalterliche Traditionen, wie etwa die Gottesdienstordnung, wurden auf einmal in Frage gestellt. Anhänger der neuen, konfessionell vertieften Religion gerieten vielerorts in Konflikt mit den Gemeinden, die an ihren lokal geprägten, zumeist mittelalterlichen Traditionen festhalten wollten. Oft war dies ein Konflikt zwischen dem Rabbiner, der für die gereinigte Religion eintrat, und dem Gemeindevorsteher, der für die Tradition der jeweiligen Gemeinde einstand. In diesen Streitigkeiten wird die mittelalterliche Tradition abgelöst und religiös überboten. Das Argument der jüdischen Reformatoren, wenn ich sie einmal so nennen darf, ist stets, dass ihr Verständnis der Religion das wahre, vom Herrn Gebotene ist. Ihm nicht zu folgen, ist daher schlicht unmöglich. Weil jedoch zumal in den deutschen Ländern vielfach einfache Leute die komplizierten Erneuerungen des Judentums nicht verstanden, wurden in der Volkssprache, also dem Jiddischen oder Judendeutsch, wie es damals genannt wurde, erläutert, wie die Gebete zu sprechen sind. Sie sehen das hier in den mehrsprachigen Ausgaben, wie die Gebete zu sprechen sind und der Segen richtig zu praktizieren sei. Wie in der Reformation wurde damit die Volkssprache, also das Jiddische, aufgewertet, weil jeder die Religion verstehen soll. Sie galt allen Juden. Allen? Nun, das schließt bekanntlich auch die Frauen ein.
Auch sie sollten, wie in der reformatorischen Bewegung, die Religion besser als bisher verstehen und praktizieren können. Daran hing letztendlich die Erlösung der Welt. Die Zennerinne, wie man sie auf Jiddisch nennt, war ein solches Buch für Frauen, das seinen Leserinnen Abschnitte aus der Tora, den fünf Rollen, den Megillot, den Wochenabschnitten, wie sie in der Synagoge gelesen wurden, also in den Haftarot, zusammen mit den Erzählungen, dem Midrashim und den erzählerischen Passagen von Kommentaren zu den heiligen Büchern in Paraphrasen, also nie wörtlich, sondern in Paraphrasen und in jiddischer Sprache bot. Die Zennerinne wird deshalb auch Frauenbibel genannt. Geschrieben hat dieses Buch Jakob ben Isaac Ashkenazi zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Es sollte die gesteigerte Religion mit der praktischen Alltagsmoral verbinden und den Frauen ein Verständnis der Heiligen Schrift vermitteln. Es wurde zu einem der meistgelesenen, meistverbreitetsten Bücher im deutschsprachigen, jiddischsprachigen Judentum bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die Zennerinne war in bewusster Konkurrenz zur profanen Literatur geschrieben worden, daher auch bewusst in der Volkssprache eben dem Jiddischen. Die Gläubigen sollten nicht mehr Liebes- und Abenteuergeschichten lesen, sondern allein die frommen Bücher. Das ist auch der Anspruch, den das populäre Meisebuch erhebt. Meisebuch heißt einfach Geschichtenbuch. Im Vorwort wird dort eigens gesagt, dass man nicht aus dem Bicher von Kühen und von Dietrich von Bern und Meister Hildebrand lehnen sollen, also lesen solle. Also nicht aus den manchmal anstößigen, jedenfalls weltlichen Geschichtensammlungen, dem Kühebuch, das ist eine unterhaltsame Fabelsammlung, und den Büchern über die Ritterhelden wie eben Dietrich von Bern oder Meister Hildebrand. Das sind die Prosa-Auflösung der mittelalterlichen Tradition. Das Meisebuch dagegen, es erzählt stattdessen von religiösen Helden, nämlich den Kabbalisten aus Safed und andere mystische Geschichten. Diese mystische Überhöhung der jüdischen Religion war aber nicht nur gegen die mittelalterliche Tradition gerichtet, sondern begann sich im 17. und 18. Jahrhundert gegen sich selbst zu richten. Das lag in der Logik der Konfessionalisierung, die ja beständig alles darauf ausrichtet, die gegebene Frömmigkeit noch einmal zu überbieten. So wurden immer neue Überbietungen der Religion auch im Judentum vorgebracht. Man überbot sich gegenseitig darin, noch genauer, noch richtiger, noch heiliger die jüdischen Gebote zu achten und zu leben. Die orthodoxe Glaubenswelt überholte sich sozusagen selbst immer wieder. Und das ging so weit, dass die Tora selbst mystisch überboten werden sollte. Es kam daher im Lauf der Geschichte des frühneuzeitlichen Judentums zu einer Absetzung von der Orthodoxie durch ganz verschiedene Gruppen, die diese Gesetze noch strenger oder noch mystischer auslegten. Die sabbatianische Bewegung war nur der sichtbarste Moment, der nach dem Urteil Gershom Scholems, des großen Erforschers der jüdischen Mystik, die Existenz der jüdischen Gemeinden in Europa und in der arabischen Welt bedroht hatte. Gemeint ist mit dem Sabbatianismus die radikale Bewegung des 17. Jahrhunderts um Sabbatai Zvi, die schließlich 1666 offen den Abfall vom jüdischen Glauben propagierte, um die eigentliche Religion wiederherzustellen, damit das Ende der Welt einzuleiten und die Ankunft des Messias vorzubereiten. Ja, für manche war dieser Sabbatai Zvi selbst der wiedergekommene Messias. Diese in ihrer Radikalität eigentlich nicht mehr zu überbietende Bewegung hatte die jüdischen Gemeinden in ganz Europa und in der arabischen Welt erfasst und die Enttäuschung nach dem Scheitern dieser millenaristischen, also endzeitlichen Bewegung war entsprechend groß. Das wirkte lange nach. Mitten im Jahrhundert der Aufklärung, im 18. Jahrhundert, wo wir jetzt endlich angekommen sind, kam es über diesen Messianismus zu heftigen Auseinandersetzungen, die über die Grenzen der jüdischen Gemeinde damals hinaus Aufsehen erregt hatten. Jonathan Eibeschütz, den Sie hier sehen, war Rabbiner, seit 1750 einer der ganz großen Prediger seiner Zeit in der Dreiergemeinde Altona, Hamburg und Wandsbek. Im Herzen aber war er ein Sabbatianer, ein Anhänger eben dieses mystischen Messias Sabbatai Zvi, der dazu aufgerufen hatte, die jüdischen Gesetze zu brechen,
ja sogar zum Islam überzutreten, um auch den sündigen Teil der Welt zu erlösen. Eibeschütz galt zur gleichen Zeit in den meisten aschkenasischen, also deutschsprachigen Gemeinden im 18. Jahrhundert von Altona bis Prag als eine unbedingte rabbinische Autorität. Bestritten wurde jedoch diese religiöse Autorität Eibeschütz vehement von einem anderen Rabbiner, eben Jakob Emden. Er beschuldigte Eibeschütz, Amulette zu verteilen, die den Namen des heretischen Messias Sabbatai Zvi enthalten sollten. Solche Amulette spielten in der jüdischen Volksfrömmigkeit eine große Rolle, zumal in den armen Landgemeinden in den deutschsprachigen Ländern und in Mittel- und Osteuropa. Emden war allerdings noch kein Aufklärer, sondern seinerseits auch ein radikaler Kabbalist, wir sind mitten im Zeitalter der Aufklärung, der sich in einem endzeitlichen Kampf um die Rettung der Welt wusste. Wie Eibeschütz war er überzeugt, dass man weltliche Schriften nur ausnahmsweise etwa in der Zeit der Dämmerung lesen dürfe. Die Religion lag hier immer mehr im Streit mit sich selbst. Gerade indem sich die beiden Rabbiner gegenseitig überboten, wer den richtigen Glauben habe, sich gegenseitig mit Bann belegten, ordnete die Religion nicht mehr die Gesellschaft. Die Religion war vielmehr das Problem der Gesellschaft. Und das ist eine europäische Grunderfahrung der frühen Neuzeit. Die Religion ist nicht die Ordnungsmacht, als die sie angetreten ist. Sie gefährdet in den elementaren Zusammenhalt der Gemeinden, und das war gerade für eine Minderheit wie die Juden ein großes Problem. Es ist daher wichtig festzuhalten, wie die Überbietung der Religion, die Konfessionalisierung des Judentums, die Religion zu einem Problem gemacht hat. Das Judentum macht damit eine eher ähnliche Erfahrung wie das Christentum. Die Religion, die doch alles ordnen und dann heiligen soll, gerät in den Streit der Parteien, welches die richtige Auslegung der Religion ist, ja verstärkt die Probleme der frühneuzeitlichen Gesellschaft bis in die Details des Gemeindelebens. Bei aller Ähnlichkeit gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied zum Christentum. Im Christentum treten die unterschiedlichen Parteien als unterschiedliche Konfessionen auseinander und sie bekämpfen sich als konfessionell getrennte Parteien. Im Judentum können diese Gegensätze so nun nicht mehr ausgetragen werden, da die christliche Mehrheitsgesellschaft die jüdische Minderheit geradezu zusammenpresst. Als Minderheit kann der Streit der religiösen Richtung im Judentum nicht offen zu konfessionellen Abspaltungen führen. Der Streit um die Religion bleibt daher innerhalb der Grenzen der jüdischen Gemeinden und ist nur von innen aus der Gemeindesicht jeweils erfahrbar. Dort ist aber heftig und denkbar weit von jeder Aufklärung entfernt. Religiöse Erneuerungsbewegungen sind daher im frühen Neuzeit nur schwer zu beobachten, da ihre Zeugnisse selten überliefert und ein eigenes Schrifttum anders als im Christentum kaum zu finden ist. Zufällige Quellen sagen uns, dass in den einfachen jüdischen Landgemeinden etwa der Pietismus, also der christliche Pietismus, genauer beobachtet wurde, wie umgekehrt viele pietistische Gruppen glaubten, dass die Bekehrung der Juden die notwendige Bedingung für die Wiederkunft des Herrn sei. So gab es auch unter den aschkenasischen Landgemeinden pietistische Richtungen, die eine Abspaltung eben von der entstandenen Orthodoxie betrieben, ohne als eigene Gruppe wie die christlichen Pietisten direkt sichtbar zu sein. Wahre Gottesfurcht erwirbt man nicht durch ein gelehrtes Studium, so proklamierten sie, sondern allein durch das rechte Herz, behaupteten sie und stellten damit die rabbinischen Autoritäten ebenso in Frage, wie die etablierten Gemeinden als bloße Äußerlichkeiten abtaten. Diese Entgegensetzung von orthodox-rabbinischer Gelehrsamkeit und wahrer Herzensfrömmigkeit ist das wiederkehrende Thema einer zufällig erhaltenen Gebetsammlung, die den sehr schönen, sprechenden Titel trägt, Liebliche Tefillot, also liebliche Gebete. Unsere Tefillaus vom Grund des Herzens zu tun, mit ganzer Neschirme, dass wir sollen fechten vor ihm und Lust haben zu sein Gebot. Also unsere Gebete vom Grund des Herzens zu tun, mit ganzer Seele, dass wir fürchten sollen uns vor ihm und Freude haben auf seine Gebote. Allein darauf kommt es an. Dabei berufen sich die jüdischen Reinigen, Reinen, wie sie sich nennen,
teilweise ausdrücklich auf die christlichen Pietisten als Vorbilder, so etwa der Kaufmann Isaac Wetzler in seinen Aufzeichnungen, die unter dem Titel Liebesbrief, natürlich nur handschriftlich überliefert wurden. Nicht Gebot, sondern Liebe ist das Zentrum der Religion. Auch dieser jüdische Pietismus stellt, wenn auch nur lieblich, Religion und Tradition nun grundsätzlich in Frage und bietet mit seiner Religion des lieblichen Herzens einen Ausweg aus dem zu viel an orthodoxer Religiosität an, die das frühneuzeitliche Judentum immer wieder gefährdet hat. Religion hatte also nicht mehr nur die Gesellschaft geordnet, sie war im Lauf der frühen Neuzeit zugleich das Problem der Gesellschaft. Und das ist eine Erfahrung, die im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts vielerorts gemacht wurde, auch im Judentum. Und damit komme ich zu meiner zweiten These, nach der ersten These über die Konfessionalisierung im Judentum. Sie lautet, dass die Aufklärung im Judentum die Antwort auf die Religion als Quelle gesellschaftlicher Konflikte ist. Die Aufklärung sucht einen Punkt oberhalb der religiösen Gegensätze, um von dort aus die Gesellschaft neu zu ordnen. Dieser Ort oberhalb der Religion, das ist die Vernunft. Die Aufklärung löst also das Problem gesellschaftlicher Ordnung besser, als die mystisch überhöhte, auch jüdische Religion es getan hat. Aufklärung entstand also aus Widersprüchen auch in der jüdischen Religion und sie versprach oder verspricht Religion und Gesellschaft auszugleichen. Wie ein solcher vernünftiger Ausgleich Umgang mit der Religion auch aussieht, kann man an einem einfachen Beispiel sehr gut zeigen. 1772 wurde der mystische Rabbiner Jakob Emden, den ich vorhin erwähnt hatte, und den wir als Aufklärer kennen, eben der Philosoph oder Weltweise Moses Mendelssohn, von der jüdischen Gemeinde in Mecklenburg-Schwerin jeweils um eine Stellungnahme gebeten, wie mit der raschen Bestattung der Toten umzugehen sei, die im Judentum eine sehr lange Tradition hat. Jakob Emden lieferte eine religiöse Begründung für diesen Bestattungsgebrauch aus der halachischen Überlieferung, also der Gesetzesüberlieferung des Judentums. Mendelssohn dagegen schreibt, die frühe Beerdigung sei ein Brauch, kein Gebot. Der Brauch aber könne anders als ein Gebot im Lichte moderner medizinischer Erkenntnisse, etwa über den Scheintod, das ist eine Debatte des 18. Jahrhunderts, im Lichte moderner Erkenntnisse geändert werden. Nicht die Religion, sondern das vernünftige Urteil sollte hier den Ausschlag geben. Was vor der Vernunft Bestand hat, ist Religion, so sagt Mendelssohn. Auf die Vernunft also zu vertrauen, war für Moses Mendelssohn keine Handlung gegen die jüdische Tradition, sondern die Rückführung der Tradition auf ihre vernünftigen, auf ihre naturrechtlichen Grundsätze, die im Streit der religiösen Richtung längst verloren gegangen waren. Nicht die mystische Durchdringung der Religion, sondern ihre vernünftigen Wurzeln freizulegen, das war das Anliegen der jüdischen Aufklärung, der Haskalah. Mendelssohn beruft sich dabei vor allem auf den mittelalterlichen Philosophen, den jüdischen Philosophen Moses Maimonides und dessen Hauptwerk, den Führer der Verwirrten. Er hatte dieses Werk durch seinen Lehrer, den Dessauer Landesrabbiner David Frenkel, kennengelernt, der dieses Werk nach 200 Jahren zum ersten Mal, und das gehört auch zur Aufklärung, zum ersten Mal wieder herausgegeben hat. Bereits mit 13 Jahren hat Moses Mendelssohn die zwei Bände des Maimonides intensiv und gleich zweimal durchgearbeitet. Indem er sich auf die Vernunft berief, wusste er sich in dieser jüdischen Tradition. Für ihn waren Vernunft und jüdische Tradition keine Gegensätze, sie waren aufeinander angewiesen. Und das war die Grundüberzeugung der Haskalah. Die Haskalah war der Versuch, mit den Mitteln der Vernunft die Religion zu verstehen und sie auch praktisch zu leben. Entstanden ist die Haskalah nicht durch die Nachahmung der allgemeinen europäischen Aufklärung, sondern aus dem Willen, das Judentum und die jüdische Religion aus den festgefahrenen Überforderungen durch die mystisch übersteigerte Religion, die ihr vorausging, zu befreien, ihren als vernünftig erachteten Kern zu bewahren. Haskalah, das heißt wörtlich die Vernunft oder der Intellekt von Hebräisch Sechel.
die dieser Vernünftigkeit anhingen, wurden dann auch die Maskilim, also die Vernünftler, genannt. Mendelssohns eigene Biografie ist für diesen vernünftigen Lebensweg in vielfacher Hinsicht exemplarisch. Aufgewachsen war Mendelssohn in einem orthodoxen Haushalt in Dessau, begann Mendelssohn, wie im Judentum üblich, schon sehr früh zu lernen, also etwa mit 4 Jahren. Also Lernen ist die jüdische Bezeichnung für die dann einsetzende Bildung. Die im Erlernen des Hebräischen und des Aramäischen und dann im anschließenden Studium des Talmuds und der Kommentare dazu, also nicht der Tora, sondern des Talmuds und der Kommentare dazu, bestand. Dass Mendelssohn ein Aufklärer wurde, hängt nun an seinem Lehrer, David Frenkel, der neben der orthodoxen Schulung auch mittelalterliche Philosophen wie Maimonides lehrte und auch den Gebrauch der lateinischen Schrift erlaubte, was in den jüdischen Schulen der Zeit damals normalerweise verboten war. Mendelssohn war mit Sicherheit hochbegabt und soll schon mit 10 Jahren über erstaunliche Kenntnisse im Talmudstudium verfügt haben. Studierte also rationalistische jüdische Philosophie des Mittelalters, dann auch Deutsch, später auch Latein, Französisch und Englisch und anderes, vor allem weltliches Wissen. Und das war in der orthodoxen Welt verboten, beziehungsweise ist es bis heute. Mendelssohn lernte die aufgeklärte Philosophie kennen, übersetzte John Locke aus dem Lateinischen, folgte den metaphysischen Überlegungen Gottfried Wilhelm Leibniz und seines Schülers Christian Wolff. Shaftesburys ästhetische Theorie galt seine Leidenschaft. Und so wurde Weltweisheit, also Metaphysik und Ästhetik, zu den Lebensthemen Mendelssohns. Wie viele in seiner Generation schlug er sich zunächst als Hauslehrer und Abschreiber durch, wurde dann Buchhalter in der Berliner Seidenfabrik von Bernhard Isaac, dessen Kinder er zunächst unterrichtet hatte. Die kleine Welt der Aufklärung wurde auf ihn aufmerksam. Erste Publikationen erschienen, noch anonym, und nicht zuletzt durch die Hilfe von Gotthold Ephraim Lessing, der bald ein enger Freund wurde, wurde er in die aufgeklärten Kreise eingeführt. Lessing war es wohl auch, der Mendelssohn die Bekanntschaft des einflussreichen Aufklärers Friedrich Nicolai vermittelt hatte, der Mendelssohn dann als Mitarbeiter für seine Zeitschrift Briefe die neueste Literatur betreffend gewann. So wurde Mendelssohn zu einem der zentralen Köpfe der Aufklärung in Deutschland und ein einflussreicher Kritiker der entstehenden deutschen Literatur. Er gehörte verschiedenen aufgeklärten Gesellschaften an, wie etwa dem Verein Gelehrtes Kaffeehaus und wohl dem Montagsclub, war mit dem Halberstädter Aufklärer Johann Wilhelm Ludwig Klein befreundet, der ihn auch vielfach unterstützt hat und ihm sogar eine Ode gewidmet hat mit dem schönen Titel Sokrates. Denn mit ihm, mit Sokrates, wurde der Weltweise, der stotternde und bucklige Mendelssohn immer wieder im positiven Sinne verglichen. Mendelssohn war ganz zweifellos innerhalb weniger Jahre selbst zu einem der führenden Aufklärer geworden. Bei alledem blieb Mendelssohn Jude, der etwa an bestimmten Gesellschaften nicht teilnahm, wenn dies ihn gezwungen hätte, zu essen und damit gegen die jüdischen Speisegebote zu verstoßen. Dafür wurde Mendelssohn aber auch immer wieder angegriffen oder etwa von Johann Kaspar Lavater, wohl aus millenaristischen Motiven, zum Übertritt zum Judentum aufgefordert. Eine Forderung, die Mendelssohn ablehnte und dies, und das ist wichtig, mit vernünftigen Gründen. Für Mendelssohn, wie für viele Aufklärer in den deutschen Ländern, war Religion keine Sache der Konfession. Vielmehr stimmten alle Religionen der Welt in ihren moralischen Grundsätzen überein. Das war natürlich naturrechtlich gedacht. Die Achtung aber vor der Tradition und in ihnen zum Ausdruck kommenden Besonderheiten der Weltsichten können nicht einfach eingetauscht werden. Für eine Konversion gibt es keine vernünftigen Argumente. Vielmehr gedeiht Religion im Freien, im vernünftigen Gespräch zwischen den Konfessionen, Religionen und den Zufällen der Herkunft. Mendels Schriften wurden viel gelesen in seiner Zeit und viel übersetzt in praktisch alle europäischen Sprachen. Seine Interpretation des platonischen Dialogs Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele ist das Referenzwerk aufklärerischen Denkens über eben die Unsterblichkeit der menschlichen Seele und wurde praktisch in alle Sprachen des aufgeklärten Europas übersetzt.
Um die jüdischen Gemeindemitglieder aufzuklären, begann Mendelssohn mit der deutschen Übersetzung der Tora, die in hebräischen Buchstaben, aber in deutschen Worten 1780 und 83 mit hebräischen Kommentaren gedruckt wurde. In seiner Schrift Jerusalem oder über die religiöse Macht des Judentums trennt er in der Tradition Locks den Staat und die Religion voneinander, die sich gegenseitig in ihren jeweiligen Sphären zu achten haben. Der religiöse Glaube des Einzelnen darf keinem Zwang unterliegen. Davon war Mendelssohn überzeugt. Das richtig beachtete jüdische Zeremonialgesetz ist darum auch nichts anderes als eine Anleitung zum Glückseligwerden des Menschen. Mendelssohn war sich gleichwohl auch bewusst, dass er da, zumal als Jude umsichtig mit der Aufklärung der jüdischen Religion umzugehen hatte. Radikale Positionen seines Freundes Lessings etwa waren nicht die seinen. Vielmehr bemerkt er in einer seiner Aufklärungsschriften: Wenn die wesentliche Bestimmung des Menschen unglücklicherweise mit seinen außerwesentlichen Bestimmungen selbst in Gegenstreit gebracht worden sind, wenn man gewisse nützliche und den Menschen zierende Wahrheit nicht verbreiten darf, ohne die ihm nun einmal beiwohnenden Grundsätze der Religion und Sittlichkeit niederzureißen, so wird der tugendliebende Aufklärer, also Mendelssohn selbst im Zweifelsfall, der tugendliebende Aufklärer mit Vorsicht und Behutsamkeit verfahren und lieber das Vorurteil dulden. Seine schärfsten Kritiker hat Mendelssohn gerade unter den Aufklärern wie Friedrich Heinrich Jacobi gefunden, der Mendelssohn des Spinozismus bezichtigt hat, damit praktisch als Atheist zu verunglimpfen suchte. Mendelssohn reagiert wiederum als Aufklärer, und zwar in Briefen, die 1785 Jacobi in Auswahl unter dem Titel Über die Lehre des Spinozas in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn veröffentlicht hat. Selbst unter den sehr schwierigen Umständen dieser Kontroverse, die existenziell für Mendelssohn war, die als Pantheismusstreit auch in die deutsche Philosophiegeschichte eingegangen ist, blieb Mendelssohn der Aufklärer und Jude zugleich und erhob seine Stimme in aller Öffentlichkeit. Er war Jude und Weltweiser und Aufklärer, und das auch für seine jüdischen Glaubensgenossen wie für seine nichtjüdische Umwelt. 1786 ist Mendelssohn im Alter von 57 Jahren verstorben. Jüdische Aufklärung, das ist hier bei Mendelssohn die Versöhnung von Vernunft und Religion um der Glückseligkeit des Menschengeschlechts willen. Mendelssohn konnte für fast alle zeigen, wie Religion und Vernunft zusammenkommen konnten. Aufklärung verändert das Leben und das Denken, und das von Grund auf. Und das wird nirgends so deutlich wie im Lebenslauf des Sonderlings Salomon Maimons. Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Polen Litauen, mit 11 Jahren verheiratet, auch das ist nicht ungewöhnlich, mit 14 Jahren Vater, gab er sich zunächst dem Studium der Kabbalah hin, studierte dann die Schriften des Moses Maimonides, also des großen rationalistischen jüdischen Philosophen, nachdem er sich dann auch benennen sollte, und las heimlich verbotene Literatur wie die spekulative jüdische Geschichtserzählung David Ganz. Auch er war ein hochbegabtes Kind seiner Zeit, weswegen es als ehrenvoll galt, seine Töchter mit ihm zu verheiraten, und darüber gibt es endlose Geschichten. Er lernte autodidaktisch Deutsch, indem er die lateinischen Buchstaben der Paginierung hebräischer Bücher entzifferte und Wörter auf losen Seiten aus einem deutschen Buch mit denen des Jiddischen verglich, oder mehrere hundert Kilometer zu Fuß ging, um sich von einem deutschstämmigen Rabbiner ein Buch auf Deutsch zu leihen. Und das war dann ein Buch über Optik. Maimon betrieb zur gleichen Zeit kabbalistische und auch halbweltliche Studien, wie etwa Optik, mit einem schier nicht zu stillenden Hunger nach Bildung. Enttäuscht von dem damals sich formierenden Chassidismus, einer weiteren Überbietung der Religion durch Religion, reiste er 1776 über Königsberg nach Berlin, schlug sich als Betteljude durch, weil er in der Berliner Gemeinde als Heretiker galt. Nach wiederholten Anläufen gelang er schließlich an ein Buch von Christian Wolff, also dem großen aufklärerischen Philosophen und Schüler Leibniz, der damals eben überragenden philosophischen Autorität, und schrieb dazu eine Kritik, die er an Mendelssohn sandte. Der lud ihn ein, empfahl ihn weiter, sodass Maimon nun Schriftsteller werden konnte. Allerdings so unstet lebte,
dass er die Unterstützung der meisten Aufklärer sehr schnell verspielen sollte. Als Hauslehrer und Übersetzer kämpfte er sich durchs Leben, bevor ihn ein anderer jüdischer Aufklärer, Lazarus ben David, auf Kants Kritik der reinen Vernunft verwies. Kants Kritik studierte er, wie er gelernt hatte, den Talmud zu studieren, und schrieb nun auf Deutsch, also keineswegs seiner Muttersprache, seinen Versuch über die Transzendentalphilosophie, den er dann auch an Kant selbst sandte. Dieser fand, dass Maimons Untersuchung in der Tat kein gemeines Talent zu tiefsinnigen Wissenschaften verrät. Also praktisch der erste bedeutende Kommentar überhaupt zu Kants Schrift ist, die damals sehr umstritten war, um 1790. Maimon ließ sein Werk drucken, ohne sein unstetes Leben deshalb aufzugeben. Er trank entschieden zu viel und schrieb weiter sehr viele Werke der Aufklärung, Kommentare zu Maimonides, zu Aristoteles, zu Bacon, zu Newton. So geachtet seine philosophischen Abhandlungen waren, Erfolg wurde nur seine Autobiografie, die Maimon auf Anregung Karl Philipp Moritz verfasst hatte und die 1792 im Druck erschien. Darin rechnet Maimon nun unverstellt mit seiner jüdischen Herkunft ab und verschweigt dabei auch nicht seine eigenen Schwächen oder Laster. Der Unterschied zwischen dem weltweisen Mendelssohn und dem verlorenen Sohn Salomon Maimon könnte kaum größer sein. In ihrem Denken aber waren beide jüdische Aufklärer. In seiner Lebensgeschichte, die wie kaum ein zweites Dokument Zeugnis von den immensen, heute schwer vorstellbaren Schwierigkeiten ablegt, die verschlossene orthodoxe Welt zu überwinden, sind anders als bei Mendelssohn Religion und Vernunft nicht versöhnt. Maimon will sich mit allen Kräften aus der jüdischen Orthodoxie befreien. Rückblickend schreibt er über seine Lehrjahre in der Talmudschule. Die Feder entfällt meiner Hand bei der Erinnerung, dass ich und mehrere meinesgleichen die besten Jahre, wo die Kräfte in ihrer vollen Stärke sind, mit diesem geisttötenden Geschäft zubringen, gemeint ist das Talmudstudium, und Nächte durchwachen mussten, schlafen ist nicht angezeigt, um, wo kein Sinn ist, einen Sinn hineinzubringen, Widersprüche, wo keine zu finden waren, durch Witz zu entdecken und da, wo sie offenbar anzutreffen sind, zur Scharfsinn zu heben, durch eine lange Kette von Schlüssen nach einem Schatten zu haschen und Schlösser in die Luft zu bauen. Natürlich verdankt Maimons Scharfsinn dieser talmudischen Studium viel, aber er hat wie viele auch unter diesem talmudischen Studium bitter gelitten. Aufklärung, das ist hier bei Maimon der Bruch mit dem eigenen Herkommen und die Auflösung der jüdischen Religion in Philosophie. Aber denkbar wurde auch dieses radikal aufgeklärte Leben nur, weil Maimon die religiöse Sinnsuche von der Kabbalah auf die Philosophie verschieben konnte. Und noch eine dritte, wieder etwas andere Biografie mag illustrieren, was Ausgang aus der Religion im Jahrhundert der Aufklärung für die Juden bedeutet hat. Ich meine Issachar Falkensohn Bär. Wir kennen diesen Arzt und Dichter wohl deshalb, weil sein erster Gedichtband vom jungen Goethe rezensiert wurde oder genauer muss ich wohl sagen, verrissen wurde. 1772 war Bärs Band Gedichte von einem polnischen Juden erschienen. Und gleich im September desselben Jahres hatte sich Goethe an die Rezension gemacht für die Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Darin urteilt Goethe aus der Sicht des jungen Stürmers und Drängers über eine Lyrik, die der Aufklärung und der Empfindsamkeit angehört und damit gerade jener verhassten Mittelmäßigkeit, das sind Goethes Worte, die der junge Goethe so scharf abzuurteilen verstand, um seine eigene neue Literaturauffassung durchzusetzen. Man wird der Eigentümlichkeit von Bärs Lebenslauf im Zeitalter der Aufklärung gerechter, wenn man etwa die Bemerkung, die Lessings Bruder Karl in einem Brief 1771 über Bär geäußert hat, heranzieht. Dort heißt es: Ein anderer von eben der jüdischen Nation namens Bär, den ich aber schon genauer kenne, wird Gedichte herausgeben, von denen einige recht artig sind. Sein Schicksal ist sehr sonderbar. Er wird nun ungefähr 3 Jahre in Berlin sein. Anfangs ging er wie ein polnischer Jude und konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte anfangs wenig mit ihm sprechen, denn er verstand kein Wort Deutsch.
Da aber zugleich Lateinisch lernte, so verlangte ich von ihm, mir etwas aus dem deutschen Schriftsteller ins Lateinische zu übersetzen. Und siehe, er brachte mir einen ganzen Akt aus der Wielandschen Übersetzung des Romeo. Freilich war die Übersetzung toller als meine Verwunderung, und ich konnte nicht anders, als ich musste seine Kühnheit mehr für Unkunde als für Genieäußerung halten. Aber ich sah mich bald betrogen. Jetzt schreibt er ziemlich gut Deutsch, versteht ein lateinisches und französisches Buch und ist in der Mathematik, Philosophie und Medizin kein Fremdling. Bär stellt sich in seinem Gedichtband selbst vor und spielt gekonnt mit den Erwartungen seiner Leserinnen und Leser, die der Titel schon aufruft, die sich unter einem polnischen Juden einen schwarz vermummten Mann, so beschreibt er sich, vorstellen, das Gesicht verwachsen, die Blick finster und rau die Stimme. Bär aber ist nicht der Wilde, den seine Leser wie Goethe erwartet hatten, sondern ganz der galante Dichter, dem man seine Herkunft aus den ärmlichen Verhältnissen in Samosch und Salatin nicht mehr ansieht, aber wohl anmerkt, denn Bär spricht gerade über sein Judentum und die Mühen, die es ihn gekostet hat, seine unaufgeklärten Verhältnisse zu verlassen. Der Band ist seinem Gönner, dem Baron Firks, gewidmet, der als Freimaurer und weil man Juden als Ärzte auf dem eigenen Gut brauchte, gefördert hatte und ihm ein Medizinstudium in Frankfurt, Leipzig und Halle ermöglicht hatte. Auch bei Bär finden wir diese für die Aufklärung so wichtige Verknüpfung von Gelehrsamkeit und mäzenatischer Förderung, ohne die es wohl keine jüdische Aufklärung, ja vielleicht kaum eine Aufklärung gegeben hätte. Denn Aufklärung entstand nicht aus einem bestehenden Bürgertum, vielmehr war das Bürgertum erst zu bilden. Dafür wirkten Beamte und adlige Reformer, Kaufleute und Freimaurer zusammen mit den gelehrten Gruppen, den Schriftstellern, Philosophen und Dichtern. So auch hier bei Issachar Falkensohn Bär. Bär wurde auch von Mendelssohn gefördert, verkehrte in den aufgeklärten Kreisen und praktizierte als Arzt. 1781 trat er zum russisch-orthodoxen Bekenntnis über, weil er nur so als Arzt im Reich Katharinas II. Praktizieren konnte. Auf sie hat er später auch Lobgedichte verfasst, auch diese in der Manier einer Poesie, die wie viele Zeitgenossen Bärs meinten, es wert war, seine Gedichte auch in zeitgenössischen Anthologien aufzunehmen. Im Stil der damals populären Oden Ramlers dichtet Bär dann auch auf den unsterblichen Mendelssohn, hier in Auszug, die Ode ist natürlich länger, an Herrn Mendelssohn. Allauslöschend, verschont, Mendelssohn, dich die Zeit, der du ewig zum Ruhm von dem Unendlichen auserkoren die Todesfurcht von den Menschen vertilgt hast. Das spielt auf den Phaedons Schrift an. Welchen heiligen Trost leihst du jeglicher Seele, welche zu stolz sich mit vergänglichen Erdengütern zu täuschen, nach Unsterblichkeit stets sich sehnt. Deinem ewigen Ruhm raubt er den Glanz doch nie, voll der edelsten Lust, himmlischen Göttern gleich, sich unsterblich zu sehen, jauchzen die Seelen dir ewig zu. Mendelssohn ist für viele, denn auch der jüngeren jüdischen Aufklärer, ein Vorbild. Ja, das Ideal des aufgeklärten Menschen, zweifellos auch für Bär. Denn wie viel Bär der Aufklärung verdankt, das war ihm nur selbst zu bewusst. Ohne Aufklärung hätte er nicht Arzt werden können und nicht Gedichte schreiben. 1817 ist Bär als angesehener Quarantänearzt in Kamieniec-Podolski gestorben. Für Bär ist Aufklärung die Befreiung, das eigene Leben zu gestalten und es auch aussprechen zu können. Das meint die Bildung zum Menschen und ist Aufklärung in einem sehr elementaren Sinn. So unterschiedlich diese drei Lebensläufe sind, sie sind doch Exemplar, was Aufklärung, was jüdische Aufklärung heißt. Aufklärung verändert Lebensläufe und das grundlegend, gerade auch die Lebensläufe derer, die als Minderheit nur am Rand der Gesellschaft einen Platz hatten. Aufklärung hat es ermöglicht, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunächst nur einige wenige aus den vorgegebenen Lebensmustern heraustreten konnten und ganz neues, vielfach verbotenes Wissen erwerben konnten. Sie haben anders gelebt und vieles anderes gemacht. Ihre Religion und ihre Herkunft haben sie der kritischen Reflexion unterzogen und das in einem so elementaren Sinn, dass sie unter großen Mühen
wider alle Armut und gegen die Widerstände und Demütigungen um der Aufklärung willen sich ein neues Denken angeeignet haben. Die Aufklärung hat für sie und für diejenigen, die sie gelesen haben, die Probleme gelöst, die die Religion aufgeworfen hatte. Aufklärung war natürlich nicht Privatsache, sondern galt dem Menschen, seiner Bestimmung, damit allen, auch und gerade den eigenen Glaubensbrüdern. Es war daher nur konsequent, dass auch die jüdischen Aufklärer alles getan haben, um die Aufklärung in die Gemeinden zu tragen und das Projekt der Eliten zu einem Anliegen des Menschen zu machen. Wie ernst es den jüdischen Aufklärern, den Maskelinen, damit war, wird an ihrem Umgang mit den Heiligen Schriften besonders deutlich. Die Aufklärer stellen sehr bewusst nicht den Talmud, sondern die Tora, also den biblischen Text der fünf Bücher Moses, in den Mittelpunkt. Mendelssohn und andere übersetzen die fünf Bücher Moses, die im orthodoxen Judentum weitgehend auf den Gebrauch im Gottesdienst beschränkt waren. Jetzt bei Mendelssohn und seinem Kreis und seinen Nachfolgern wird die Bibel in das damalige Deutsch übersetzt und mit hebräischen Buchstaben, die eben die meisten Juden damals lesen konnten, gedruckt. Damit wurde zugleich auch das Hebräische aufgewertet. Anstelle des Aramäischen und Jiddischen, des Judendeutsch, wurde das Hebräische wieder gepflegt, also unterrichtet und darin auch Poesie geschrieben. Die Maskelin gaben daher hebräische Zeitschriften heraus, wie Hamöasef, was Sie hier auf der Seite von Ihnen rechts sehen, 1783 von Isaac Euchel gegründet, einem in Kopenhagen geborenen Juden und Anhänger der Philosophie Immanuel Kants. Die Aufwertung des Hebräischen war keine ganz neue Idee, sondern konnte sich auf Bestrebungen in den sephardischen, also den eher spanischstämmigen, vereinfacht gesagt, Gemeinden in Amsterdam berufen, die schon im 17. Jahrhundert damit begonnen hatten, das Hebräische als eine Sprache der Poesie und Gelehrsamkeit zu kultivieren. Im Kontext der Aufklärung wird die Zeitschrift Hamöasef trotz ihrer kurzen Laufzeit zu einem Kristallisationspunkt der Aufklärung. Sie wurde in Riga wie in Hamburg, in Amsterdam wie in Frankfurt subskribiert. Das waren damals zwar nur Auflagen von einigen hundert Exemplaren, aber sie erreichten die gebildete Elite des aschkenasischen Judentums. Aufklärung wollte verbreitet sein, das Volk erreichen, und das haben auch die jüdischen Aufklärer mit ihren bescheidenen Mitteln, über die sie verfügten, getan und am Ende erfolgreich getan. Die jüdische Aufklärung wurde kritisch gegenüber dem Brauchtum und besonders gegenüber dem, was ihnen als Aberglauben erschien. Aber nur selten ist sie religionskritisch, zumindest in den deutschsprachigen Ländern. Darin unterscheidet sie sich von durchaus radikalen Positionen, wie sie im sephardischen Judentum durchaus anzutreffen sind, also etwa in Amsterdam oder auch in Italien. Die Aufklärung im aschkenasischen Judentum wurde dagegen stark von naturrechtlichen und metaphysischen Vorstellungen in der Tradition Leibniz und dann auch der Philosophie Kants beeinflusst, die einen vernunftgeleiteten Umgang mit der Religion und damit mit der jüdischen Tradition vertraten. Mit der Aufklärung gibt es den Gegensatz von religiösem und weltlichem Wissen aber nicht mehr. Vielmehr sind sie Ausdruck einer naturrechtlich garantierten Einheit der Vernunft. Es ging nur selten um ein Entweder oder zwischen jüdischer Religion und Aufklärung, sondern umgekehrt um ihr Zusammenwirken, um den Menschen zu seiner Bestimmung zu führen. Dazu mussten die Aufklärung in den jüdischen Gemeinden verbreitet werden. Die Generation der jüngeren jüdischen Aufklärer nach Mendelssohn, David Friedländer, Isaac Euchel, Markus Herz oder Naftali Herz-Wessely und viele andere, sie alle haben mit Eifer und dabei zumeist mit Umsicht die Aufklärung vorangetrieben und in ihre Gemeinden gebracht. David Friedländer hat 1778 die erste jüdische Freischule gegründet, eine Schule also, die der Aufklärung sich verschrieben hatte und deshalb Gegenprogramm zur traditionellen Cheder- und Talmudschule war. Also Cheder ist die jüdische Grundschule. Andere wie Isaac Euchel oder Aaron Halle-Wolfsohn schrieben Theaterstücke in jiddischer Sprache, um die einfachen Leute für die Ideen der Haskalah zu gewinnen. In ihren Theaterstücken treten stark typisiert orthodoxe Juden als Dunkelmänner und die Maskelim, Sie ahnen es schon, die Aufklärer als helle, gebildete Männer der Vernunft auf.
das ist alles sehr typisiert. Und eine heute wahrscheinlich nur noch historisch interessante Literatur. Aber es waren gerade die Theaterstücke und es waren die Schulgründungen, die philosophischen Abhandlungen und die Briefe, sie alle erst zusammen, haben die in Verbindung mit der allgemeinen Aufklärung und den gesellschaftlichen Umbrüchen des 18. Jahrhunderts zur Entstehung jenes Bürgertums beigetragen, das dann nicht nur das Leben weniger jüdischer Aufklärer, sondern fast aller Juden verändern sollte, das aber dann erst im 19. Jahrhundert. Während in Osteuropa die Haskalah noch länger, nicht zuletzt in heftiger Auseinandersetzung mit dem im späten 17. Jahrhundert entstandenen chassidischen Strömungen gerät, war sie in West- und Mitteleuropa so erfolgreich, dass die jüdische Aufklärung in die allgemeine kulturelle Vergesellschaft überging, in der man Bürger, vielerorts dann auch gleichberechtigter Bürger geworden war und die orthodoxe Religion der frühen Neuzeit nur noch eine schwache Erinnerung blieb. In Moritz Daniel Oppenheims Bild von 1856, der Lavater Streit, also von Ihnen rechts gesehen Lavater, links Mendelssohn und darüber Lessing, der Lavater Streit, ist schon ein halbes Jahrhundert später, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Aufklärung selbst schon wieder Geschichte. Freilich eine Geschichte mit Helden. Diese Helden sind die Aufklärer und hier besonders Mendelssohn. Es sind die Philosophen, es sind die Dichter, die die Haskalah zu einer verklärten Epoche in der jüdischen Geschichte gemacht haben, mindestens aus Sicht der jüdischen Bürger des 19. Jahrhunderts. In der Summe also war die Haskalah der Versuch, die Gesellschaft nicht von der Religion her zu verstehen, sondern von der Vernunft aus. Nicht religiöse Vergesellschaftung, sondern kulturelle Vergesellschaftung, das war ihr Anliegen. Damit war die Haskalah der Schritt des aschkenasischen Judentums in das bürgerliche Zeitalter. Diesen Schritt ist sie gegangen, weil das Vertrauen in die Religion, wie sie sich seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet hatte als Orthodoxie, nicht mehr geteilt wurde und neue Wege gefunden werden mussten, die Bestimmung des Menschen zu formulieren und auch zu leben. Dass die jüdische Minderheit trotz aller Bedrückung, denen sie ausgesetzt war, die Aufklärung nicht als Entfremdung von der eigenen Tradition erfahren hat, sondern vielmehr umgekehrt ihre führenden Vertreter selbst Aufklärer wurden und in den jüdischen Gemeinden aber auch darüber hinaus gewirkt haben, hängt nicht zuletzt an der großen Hochachtung, die sie aus religiösen Gründen vor dem Lernen haben, also vor Bildung, würden wir vielleicht sagen. Für Mendelssohn, für Maimon oder für Beer war kein Weg zu weit, keine Sprache zu schwer und kein Gedanke zu kompliziert, als dass sie diese Anstrengung nicht als Herausforderung zur Überwindung aufgefasst hätten. Sie sind für ein gutes Buch 100 Kilometer zu Fuß gelaufen. Sie haben Latein, Französisch oder Englisch gelernt und geschrieben wie die Besten in der damaligen Welt, und die Philosophie und die Wissenschaften ihrer Zeit haben sie mitgeprägt. Darauf waren sie mit gutem Grund stolz und ihre bürgerlichen Nachfahren des 19. Jahrhunderts konnten darauf ebenfalls stolz sein. Die Verbürgerlichung des Judentums im 19. Jahrhundert und damit wohl der schnellste soziale Aufstieg im 19. Jahrhundert wäre kaum ohne diese Gründungserfahrung der jüdischen Aufklärung beim Eintritt in die Moderne möglich gewesen. Judentum und Aufklärung, sie waren am Beginn der Aufklärung zunächst weit voneinander entfernt. Am Ende waren sie Wahlverwandte und sie sollten es bleiben, bis der mörderische Fanatismus des 20. Jahrhunderts diesen Zusammenhang auflösen und diese aufgeklärte und dann dieses bürgerliche Judentum vernichten wollte. Es bleibt, meine Damen und Herren, es bleibt die Aufgabe, eine Aufklärung 2.0 unter ganz anderen Bedingungen heute zu formulieren, wie Kulturen, Religionen und Konfessionen, die zunächst weit weg von der Aufklärung sind, Eingang in die moderne Welt finden können. Was uns der Mensch also ist und was ihm Religion sein soll. Für die jüdischen Aufklärer, die Maskelim, hat sich beides zusammengereimt. Darin, nur daran war hier zu erinnern. Vielen Dank.